Mal ehrlich jetzt. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Ehrlich Sport aus Stockstadt am Main. Ja, hallo. In unserem Podcast Mal ehrlich jetzt. Heute zu Gast Oka Nikolov, ehemaliger Bundesliga-Profi und dabei über 20 Jahre lang bei Eintracht Frankfurt. Herzlich willkommen und guten Morgen nach Amerika. Oka Nikolov, servus. Guten Morgen. Gute, es gibt einiges zu besprechen und zu erzählen. Wir sprechen mit dir über deine Kindheit, über die Jugend und die Zeit in deiner Profikarriere. Beginnen aber mit deiner jetzigen Tätigkeit. Wir hoffen natürlich, es geht dir gut da drüben über dem Teich. Ja, ich kann nicht klagen. Das ist ganz wichtig und ich begrüße auch recht herzlich den Chris Voigt, den Mann in unserer Regie und Technik. Servus Chris, und er ist im Hintergrund Regie und hört uns zu, dass alles passt. Welche Uhrzeit haben wir gerade bei euch? Es ist kurz nach sechs, Viertel nach sechs. Hast du schon gefrühstückt? Nee, aber ich habe einen Kaffee, das langt mir erstmal. Ja, ja. Sag uns doch mal, wo du gerade bist, an welchem Ort genau und in welcher Funktion und seit wann du bei deinem neuen Arbeitgeber bist. Ich bin seit 1. März in Washington, bin der Assistenztrainer. Habe dann eine neue Aufgabe übernommen, war ja lange in Philadelphia und ein Jahr in L.A. Und jetzt habe ich langfristig in Washington unterschrieben und eine Aufgabe übernommen. Der Cheftrainer ist ja der Hernan Lozada, ein Argentinier. Er ist Ende Januar 21 gekommen. Wie groß ist eigentlich euer Team oder wie oft wird trainiert? Es ist ein Profiverein. Es wird jeden Tag trainiert. Natürlich haben wir auch mal frei. Die Liga ist ja nicht so alt. Es ist ja über 20 Jahre, ich glaube 25 Jahre jetzt alt, die MLS. Und Washington DC, DC United hat eigentlich eine gute Historie und hat auch einmal die Meisterschaft gewonnen. Ist aber ein bisschen her und das versuchen wir wieder zu ändern, aber wir brauchen Zeit für das. Okay. Die Trainingsmöglichkeiten, wie sind die bei euch? Wir sind gerade dran, ein neues Trainingsgelände zu bauen. Das ist noch nicht ganz fertig, das ist im August fertig. Das wird dann ein ganzes Gebäude nur für die Profimannschaft, zwei Trainingsplätze. Die Trainingsmöglichkeiten sind dann sehr gut. Im Moment haben wir nur einen Trainingsplatz am Stadion. Es ist nicht perfekt, aber da wir bald umziehen, funktioniert das erstmal. Ihr seid ja wieder im Spielbetrieb, habt jetzt 4 Spiele gemacht, aber jetzt merke ich gerade, es klopft jemand an. Sind wir mal gespannt, wer das ist. Oka, hör gut zu. Achtung, aufgepasst. Ja. Ja, lieber Oka, hier ist der Bruno Hübner, Eintracht Frankfurt. Ich hoffe, dir geht's gut in Amerika. Möchte mich hiermit auch nochmal auf diesem Wege bei dir bedanken für die tolle und erfolgreiche Zusammenarbeit in den letzten Jahren bei Eintracht Frankfurt, wo du die Karriere hast ausklingen lassen können, erfolgreich ausklingen hast lassen können. Und hier meine Frage an dich: Wie ist der amerikanische Fußball vom Leistungsvermögen jetzt aktuell? Wie glaubst du, wird er sich entwickeln und wie wird er in der Zukunft aufgestellt sein? Okay, vielen Dank, freue mich auf deine Antworten. Ciao, der Bruno Hübner. Ja, ist eigentlich eine gute Frage, weil ich glaube, dass viele Leute die Liga noch total unterschätzen. Und ich habe ja 2013 auch für 6 Monate hier spielen können in der MLS. Und seitdem hat sich hier viel verändert. Es, vom Leistungsstand, wie kann man das vergleichen? Ich würde sagen, Top, zweite Liga, manche Mannschaften wie LAFC oder Seattle, die haben auch vielleicht Erstliganiveau. Das Niveau steigt von Jahr zu Jahr. Und ich glaube, in den nächsten 10 Jahren wird speziell nach der Weltmeisterschaft 2026 hier in Amerika, ich glaube, die Liga wird richtig boomen und wird auch bei den Top 4 anklopfen, bin ich mir ziemlich sicher. Okay, überrascht von der Frage? Nee, überhaupt nicht, weil
Ja, dass er eine Frage Das. gestellt hat, ist doch schön, oder? Ja, absolut, freue mich auch. Ich verfolge ja die Eintracht noch und bin ja noch eng verbunden mit der Eintracht immer noch. Ja, die haben tolle Arbeit geleistet da. Ja, es ist schön, immer wieder was zu hören von der Eintracht. Unvergessen zu der Eintracht kommen natürlich auch. Ich habe es angesprochen, ihr seid ja wieder im Spielbetrieb. Ihr habt jetzt 4 Spiele gemacht, ne? Bis jetzt, Ja, oder? ja. Vier. Der Saisonstart nicht so gut. Aber das erste Spiel war ja gut. Es hat gut angefangen. Im ersten Spiel haben wir gewonnen und die letzten drei waren auswärts, haben wir alle verloren, soll keine Ausrede sein. Aber ja, wir haben im Moment viele Verletzte, viele junge Spieler und versuchen jetzt so einen Umbruch zu starten in dem Verein. Das wird dauern und werden mit vielen Rückschläge leben müssen. Für unsere Zuhörer, MLS heißt Major League Soccer. Das letzte Spiel habt ihr jetzt vor kurzem erst gegen Columbus Crew 3-1 verloren. Das erste hast du ja gewonnen. Ich glaube, es war 5-1, oder? Das erste haben wir 2-1 Oder gewonnen. 2-1. 2-1. Nächste Partie, Chicago Fire. Die Spiele sind ja bei euch 20 Uhr, ist also bei uns früh um 2. Ja. Fällt mir gerade was ein, der Spielsystem, soweit ich also informiert bin, 1-5-4. Unser Spielsystem? Ja, Nee. ja. Nee. Im Fußball kannst du auslegen, wie immer, du willst, wir spielen eigentlich mit einer Dreierkette, kannst du auch eine Fünferkette nennen, wie du willst. Aber im Mittelfeld und in der Offensive sind wir eigentlich flexibel. Letztes Mal haben wir mit zwei Stürmern gespielt, drei Mittelfeldspieler. Da ist der Trainer ziemlich flexibel. Bist du mit hauptsächlich auch für die Keeper verantwortlich? Kannst du da Nee, deine ich. Erfahrung oder? Nee, nee, ich bin. Wir haben einen Torwarttrainer. Ich bin jetzt nur noch Assistenztrainer. Ich habe mit den. Also, natürlich gehören die Torhüter auch mit zur Mannschaft, aber ich bin jetzt. Habt jetzt keine Verantwortung von den Torhütern. Hast ja früher mal gesagt, weiß ich noch, jeder ist klar, Oka Nikolov ist ein Tormann, ist ein Keeper und da denkt man Ja. immer wieder, wenn er irgendwo Trainer ist, dann muss er die Tormänner trainieren, ne? Richtig, ja. Aber es ist so ja nicht der Fall. Nee. Heimspieler, das Audi Field, 20.000 Kinder rein oder eher Ja, weniger? nee, 20.000, um die 20.000, bisschen mehr. Und ist ein neues Stadion, schönes, kleines, schnuckliges Stadion und mitten in der Stadt. Ja, Von macht Spaß. den Spielern her ist der Julian Gressel bei euch, oder? Richtig, Das ja. ist, der ist aus Bayern. Aus Neustadt an der Aisch, spielt, glaube ich, in der Verteidigung. Der ist auch schon länger Jahre drüben, oder? In Amerika. Ja, der war ja hier auf dem College auch, auf der Schule und ist dann von Atlanta getraftet worden und hat da Jahre gespielt, sehr erfolgreich gespielt mit Atlanta und ist seit 2 Jahren, glaube ich, hier in DC. Dein neuer Verein hat ein bisschen was mit der Eintracht gleich, oder? Was meinst Ja, du? der Adler, ja. Und Das Wappen. Das Wappen. ja, genau, und auch noch rot-schwarz, oder das Trikot Oh ja, manchmal. das stimmt ja, wir haben Rot-Schwarz, ja. Also nochmal an unsere Zuschauer, also unsere Gäste, Zuhörer, ich bin schon bei Zuschauer, unsere Gäste wissen nicht, was wir also auch für Fragen stellen. Aber man hat ja ab und zu mal die letzte Zeit auch lesen können. Kommt der ewige Oka, das ist ja auch so eine Schlagzeile, irgendwann einmal zu Eintracht zurück? Du hast ja vorhin gesagt, immer noch Verbindungen zu der Eintracht. Kann man vielleicht mal damit rechnen, irgendwann einmal? Ich habe es ja immer gesagt und bin da auch ziemlich ehrlich, es wäre ein Traum für die Eintracht wieder zu arbeiten, irgendwann mal, wenn es passt. Und wenn die Leute denken, ist der richtige Zeitpunkt, mich zurückzuholen. Aber wie gesagt, das wäre ein Traum und das wäre schön und es steht bei mir auf der Liste ganz oben. Da sind wir gespannt. Alles ist möglich. Jetzt kommen wir mal von Amerika in den Odenwald. Was macht eigentlich deine Familie? Denke jetzt gut. Ich habe gerade gestern mit meinen Eltern gesprochen und mit meiner Tochter. Ja, in Deutschland ist es ja ein bisschen schwieriger im Moment, aber allen geht's gut, alle sind gesund und alle putzen munter. Deshalb Das ist toi, toi, wichtig. toi.
Ja. Ja. Ich habe es angesprochen, geboren am 25. Mai 1974 in Erbach, bist dann in Sandbach aufgewachsen und hast dort schon mit 6, 7 Jahren das Fußballspiel begonnen. Gleich im Tor oder wer hat dich entdeckt? Nee, ich habe eigentlich, ja, entdeckt hat mich Albert Luft, war mein erster Trainer und lange mein Trainer, ich weiß gar nicht wie lange, bis ich eigentlich zu Darmstadt 98 gegangen bin mit 14. Ich habe eigentlich beides gemacht am Anfang, habe mit 6 angefangen zu spielen, war eigentlich Feldspieler, Verteidiger und mit 8 oder 9 ist unser Torwart weggezogen. Da musste natürlich einer ins Tor und dann haben wir so rotiert und unser Trainer dachte, ich habe den besten Eindruck gemacht im Training, also hat er mich ins Tor gestellt. Das Gute war, ich konnte beides machen. Samstag konnte ich im Feld spielen, sonntags war ich dann im Tor und deshalb war ich da eigentlich ziemlich ausgelastet und ja. Alles richtig gemacht. Ja, ich meine, ja, zum Glück. Wolltest du, hattest du früher ein Vorbild gehabt als kleiner Bub? Ja, das kann ich eigentlich, das darf ich eigentlich hier nicht laut sagen. Okay, okay, dann lassen wir das mal so stehen. Was für einen Musikgeschmack hast du? Alles Mögliche. Ich höre mir eigentlich alles an, bis auf Hard Rock oder Heavy Metal. Das ist so nicht so mein Ding. Okay. Wie würdest du dich als Mensch bezeichnen? Boah, das ist eine schwierige Frage, aber ich würde sagen, hier sagen sie laid back, also zurück, relaxed, pünktlich, Richtig, pünktlich, immer okay. pünktlich, sehr, wie sagt man, sehr Akribisch. ergiebig. Ich habe halt viele deutsche Mentalität, die deutsche Mentalität angenommen und das hier auch mitgebracht. Ich glaube, deshalb. Das ist auch das, was die Leute hier auch ein bisschen mögen, denke ich mal, das Akribische und die Einzelheiten auszuarbeiten. Okay. Was unsere Zuhörer natürlich nicht wissen, wir sehen uns ja face to face und wir sind gespannt, wenn wir das Bild dann von deinem Podcast veröffentlichen, dann werden sie mal deinen grauen Bart sehen. Ja, man wird nicht jünger. Ja, Man wird nicht jünger. ja. Die Kontakte zu deinen Fans, die waren ja immer sehr, sehr gut, oder? Man hat sich Ja, immer mit den Fans verstanden. absolut. I mean, die Eintracht-Fans ist es ja, wenn du ein Eintracht-Spiel mal gesehen hast, das ist mit das Beste, was du eigentlich in Deutschland erleben kannst. Es ist von der Stimmung her und es ist gigantisch und ohne die Fans, ja, wären wir eigentlich nicht da, wo wir sind und sind ein wichtiger Bestandteil und der Kontakt war immer da, immer gut und respektiert. Das Ja, ist die haben es auch gesehen, ne? Ich meine, du warst ja über 20 Jahre, kommen wir dann gleich dazu, dabei, hast weit über 450 Spiele gemacht und einmal OK, immer OK. Bevor wir nun zu deiner Jugend- und Profikarriere kommen, gehen wir mal ganz kurz in die Werbung. Bis gleich, OK. Ja, bis gleich. Dieser Podcast wird unterstützt von Möbelkämpf in Aschaffenburg. Das Möbelhaus der großen Markenmöbel. Möbelkämpf, ihr größtes Möbelhaus am bayerischen Untermain. So, wir sind wieder da. Wir waren in Sandbach. Du hast angesprochen, du bist dann zum SV Darmstadt 98. Das war von 89 bis 91 und dann von 91 bis 92 in der Jugend bei Eintracht Frankfurt. Eine Frage, du hast vorhin schon einen Trainer genannt in deinem Jugendbereich. Wer war hier dir ganz besonders in Erinnerung? Außer deinem Trainer jetzt von Sandbach, der erste? Charlie Körbel, das ist immer noch mein Mentor, mein Ansprechpartner und es ist eine wichtige Person in meinem Leben, wird immer sein und ihm bin ich sehr dankbar für alles, was er für mich gemacht hat. Ja, Bundesliga-Rekordspieler, ich glaube, also über 700 Spiele allgemein für die Eintracht. Welcher Trainer, und du hattest sehr, sehr viel, wir werden jetzt gleich ein paar hören, im Profibereich, außer Charlie Goebel, aus dem Bauch raus, wer hat dich ja am meisten gefördert oder wer war auch ein väterlicher Freund, Profibereich? Im Profibereich ein väterlicher Freund, das ist schwierig. Das sind viele in Erinnerung geblieben.
Natürlich habe ich nicht immer gespielt, also die mich nicht spielen gelassen haben. Nein, Spaß. Nein, es ist, da gibt es jetzt, ich will keine herausheben, da waren von, ich meine, ja, da war von Jupp Heynckes bis Martin Andermann, da waren alles Mögliche dabei und ja. Also nennen wir alle. Ja, ich sag mal, ich will keinen Nee, rausheben. alles gut. Die Frage mal ehrlich jetzt, wird immer gestellt von Chris Voigt, dem Mann aus der Regie und Technik. Und wieder gut zuhören, Oka. Die Frage mal ehrlich jetzt, Achtung. Die Frage der Fragen. Mal ehrlich jetzt. Hallo Oka, du hast sicherlich in deiner Laufbahn als Profi sehr viele spannende Spiele bestritten. Welches dieser Spiele war für dich, spontan gesagt, das Allerbeste? Puh. Das Allerbeste oder das emotional Beste? Ich meine, Nimm beide, das Allerbeste und emotional. das Beste von mir, das war natürlich das in München, das war, da ist Weihnachten und Ostern und was weiß ich, alles auf einen Tag gefallen. Hatte ich das Glück gepachtet an dem Tag. Emotional war natürlich das 6-3 gegen 6-3 gegen Reutlingen oder das 5-1 gegen Kaiserslautern. Das war das emotional Größte, was ich je als Profisportler erleben durfte. Okay, 6-3 Reutlingen. Ich glaube, 6-3 hat Alex Schur geschossen. Geköpft, 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 geköpft. geköpft, ja. Ja, liebe Grüße von ihm. Der ist Ja. demnächst auch bei uns im Podcast. Also, du Sehr siehst, gut. wir sind informiert. Du hast weit über 450 Spiele gemacht in deiner Karriere für die Amateure und für die Eintracht. Statistik ist immer so eine Sache, aber du bist in die sogenannte Hall of Fame aufgenommen worden. Als aktiver Spieler, Hall of Fame ist die U-Bahn-Station am Willy-Brandt-Platz in Frankfurt. Dort sind 11 Spieler verewigt und auch ein Trainer. Soll ich dich jetzt mal fragen, ob du alle 11 weißt? Wow, na, ich Oder ich meine, helfe dir dabei. ja, okay, Charlie Körbel ist auf jeden Fall dabei, Ante Jeboer ist dabei, Uwe Bein. Uwe Bein, ja. Da fangen wir bei der Abwehr an. Charlie Körbel. Ah, jetzt fange ich. Ist Uwe Bindewald dabei? Jawohl. Ja. Manny Binz. Money Bins ist nicht dabei. Bruno Pezzai. Bruno Petzai. Dann Bernd Hölzenbein. korrekt. Jürgen Grabowski. Jürgen Grabowski. Ich würde sagen JJ Okocha. Korrekt. Wie viel fehlen noch? Zwei? 1, 2, 3 und den Trainer nenne ich dann. Boom, Konja. Oh, wie kann ich den vergessen? Ja, Holz. den haben wir schon, Holz Bernd. haben wir schon, okay, ja. Ja. Und einen habe ich vorhin genannt, der das 6-3 gemacht hat. Alex Schur. Korrekt. Und Jörg Berger als Trainer. Ja. Du hast ja also mal auch als Botschafter die Initiative Respekt, kein Platz für Rassismus unterstützt. Die Erfolge als Spieler im Verein, viermal aufgestiegen, mehrfach abgestiegen, trotzdem immer wieder bei der Eintracht geblieben. Deswegen auch der Name, der ewige Oka. Finalist im DFB-Pokal 2006, werden wir sicherlich auch nochmal drauf kommen. Und zu den ganzen Saisons, wo du gespielt hast, Charlie Körbel hast du genannt. Dann am Anfang hast du ja nicht so gespielt unter Trainer Horst Köbbel, da warst du Ersatzkeeper hinter Uli Stein oder Andy Köpke, die sind dann ja alle weggegangen. Dann kam auch eine Zeit in der Nationalmannschaft, du hast also auch für Mazedonien 5 Spiele gemacht, aber bist nur in Freundschaftsspielen eingesetzt worden. Weil. Weil ich dann die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen habe und da gab es Probleme. Und da musste ich, leider durfte ich keine Doppelstaatsbürgerschaft zu dem Zeitpunkt haben und da musste ich die mazedonische die Nationalität abgeben. Das war der Grund. Wir haben daran gearbeitet, hat nie funktioniert leider und das war das Ende der Nationalkarriere. Jürg Berger, Felix Magath, Ralf Domen, Armin Graz, Willi Reimann, viele, viele Trainer. Dann auch Friedel Funkel. Das war dann der erste Aufstieg in die Bundesliga durch den dritten Platz. Mitaufsteiger war Köln und Duisburg. Aus deiner ersten Saison,
Ein paar Spiele noch von da? Meine allerersten Saison. Wir sind 2004, 2005? Ich glaube, ja. Aus der Saison. Bist du sicher, das war der erste Aufstieg? Ja. War nicht mein erster Aufstieg mit Horst Ermantraut? Das war der erste Platz in der zweiten Liga, genau, 97, yeah. 98 in die erste Liga durch Horst Ermantraut, das ist korrekt, du bist noch voll dabei. Ja. Aber es ging ja, die Frage 2-4, 2-5 jetzt, Trainer in der zweiten Liga damals war Friedhelm, ja. Das war der nächste Aufstieg und da wollte ich dritter Platz mit Köln und Duisburg. Kannst du dich da noch dran erinnern? Du hast so viele Mitspieler gehabt, brutal viele. Ja, ich denke bei Uwe Binnewald immer dabei. Der war dabei. Alex Schur war dabei. Ja. Benny Köhler. Benny Köhler, Alex Meyer. Ari van Lent, also das waren schon. Och, Ari van Lent. Oh mein Gott. Ja, hat ja. Leider jetzt ein bisschen Pech gehabt zur Zeit als Trainer, ne? Ja. In Unterhaching. Ja. Ja. Das ja. Ihr seid dann aufgestiegen und. Friedhelm Funkel, ihr habt den 14. Platz damals in der ersten Liga gemacht. Aber ein Spiel aus dieser Saison war bestimmt ein überragendes. Das war das DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Gehen wir mal ganz kurz in die Werbung und hören uns gleich. Und dann ist der 29. April 2006, dann sind wir im Olympiastadion in Berlin. OK, bis gleich. Bis gleich. Dieser Podcast wird unterstützt von Möbelkämpf in Aschaffenburg. Das Möbelhaus der großen Markenmöbel. Möbelkämpf, ihr größtes Möbelhaus am bayerischen Untermain. So, wir sind in Berlin. Ich denke, das ist ein Spiel, wo du dich gerne zurückerinnern kannst. Es ist zwar nicht so gut ausgegangen, aber man muss erst mal ins Endspiel kommen. Ne? Also Eintracht Frankfurt, Bayern München. 75.000 Zuschauer. Wie ist da das Gefühl, wenn du da einläufst? Ja, das ist das ganze Wochenende oder nee, es war ein Mittwoch eigentlich, aber wir waren schon zwei Tage vorher da. Das ganze Erlebnis war eigentlich großartig. Es ist so ein DFB-Finale. Das kommt natürlich nach den anderen Spielen, wo ich genannt habe, direkt dahinter. Es kann man gar nicht beschreiben. Das ist was ganz Großes. Es ist ja, eine Ehre eigentlich da auflaufen zu dürfen und ich war Kapitän. Leider konnte man nicht gewinnen oder ich den Pokal nicht hochhalten. Aber es ist in Worte gar nicht zu beschreiben, sowas. Das muss man erleben. Es war was ganz Großes. Leider haben wir 1-0 verloren und wir waren ganz nah dran. Sind aber leider an den Bayern gescheitert. Ich muss dich fragen, wer hat das 1-0 gegen dich gemacht? War das Pizarro? Ja, genau. 59. Minute. Ja. Der Trainer bei den Bayern. Weißt du, wer das noch? Felix Magath, ja. An den hast du auch ein paar Erinnerungen, ne? Ja. Ich habe ja eine längere Karriere gehabt und habe auch viel vergessen schon, aber ihn werde ich nie vergessen. Der ist eingebrannt in meinem Gedächtnis. Das haben schon viele Spieler auch gesagt. Das lassen wir so stehen, okay. Ja. Und Friedhelm Funkel musste dann sogar noch auf die Tribüne in der 66. Minute. Der hat zu viel gemeckert und musste dann hoch. Wir hatten ein gutes Spiel gemacht eigentlich. Wir hatten gute Torchancen. Leider konnten wir es nicht verwerten. Das war nervenaufreibend. Kann ihn verstehen da. Aber man muss da hinkommen und ich glaube, dass er danach schon ein bisschen das eine oder andere Bier oder einen Appleboy getrunken hat. Ein paar Mitspieler noch. Marco Rehmer, Amanatidis, dann immer noch Uwe Binnewald, Benny Köhler, Alex Meyer. Bin noch. Was, Sebastian Jung? Nee, Marco hat auf der rechten Seite gespielt. Wasowski ist Bücher. Wie kann ich die vergessen? Benny Hugel, Patrick Ochs, Lexa. Oh. Ja, gute Typen. Kriege ich mal ein bisschen Gänsehaut, wenn man dann denkt, ne? Absolut, absolut gute Typen. Francisco Copado.
Also eine riesen Geschichte und auch auf der anderen Seite mit Oli Kahn oder Philipp Lahm, ja. Roy Mackay, Mehmet Scholl, Pizarro, also auch überragende ja. Jungs. Absolut. Ihr seid aber dann auch für die Europa League qualifiziert, seid leider da gegen Newcastle, gegen Vigo, Fenerbahce und Palermo ausgeschieden. Es ging dann weiter mit Friedhelm Funkel, 14. Platz, dann 2007, 2008, 9. Platz, 2008, 2009, 13. Platz, dann kam Skipper, dann kam wieder mal ein Abstieg. Wie hast du den so miterlebt? Skipper dann durch Christoph Daum abgelöst? Ja, das wie alle Abstiege eigentlich. Das war ein sehr, sehr bitteres Jahr und ja, es war irgendwie die Vorrunde. Ich glaube, das war, wo die Vorrunde richtig gut war. Wir waren, glaube ich, 8. oder 9. und konnten an der Rückrunde könnte man nicht mehr anknüpfen an die Vorrunde. Es war ja, ist schwer zu erklären und wir konnten das leider nicht stoppen mit alles, was wir versucht haben. Ja, das war ein sehr trauriges Jahr und es war ein sehr langes Jahr eigentlich. Das kann mich noch dran erinnern. Ja, das ist im Profifußball gibt es eben auch Siege und Niederlagen und das war eine. Aber 2011, 2012 gelang dann der Wiederaufstieg in die erste Liga mit Armin Fee. Mhm. 2012, 2013 dann wieder positiv, 6. Platz auch Armin Fee. Und dann hast du aber dann im Mai 2013 wurde der Vertrag bis Juni 2014 verlängert. Mhm. Aber auf deinen Wunsch hin im Juni 2013 aufgelöst. Warum, Oka? Weil ich dann ein Angebot aus den USA hatte, von Philadelphia. Und habe lange drüber nachgedacht, habe lange mit dem Verein drüber gesprochen. Und es war ja abzusehen, dass es zum Ende zugeht. Ich war schon 39. Und wir hatten ein riesiges Jahr mit der Truppe, wir sind 6. geworden und waren für die Euroleague qualifiziert und hat riesen Spaß mit der Mannschaft, auch wenn ich Kevin Trapp war im Tor, auch wenn ich nur auf der Bank war, aber ich hatte riesen Spaß mit der Truppe, weil es war eine spezielle Truppe. Es war nicht einfach, die Entscheidung zu treffen, aber es war so zu sehen meine letzte Möglichkeit, eine Auslandserfahrung zu machen und Amerika war immer so ein bisschen mein Traum und ich habe mit dem Verein gesprochen und haben uns geeinigt, dass das ich sollte das machen, weil es so war am Ende meiner Karriere. Okay, du hast doch schon dort einen jungen Torwart trainiert, der war damals ein junger Stammtorhüter, der Zach McManus, oder wie hat er, den hast du, glaube ich, auch mit ausgebildet dann? Ja, ich war so ein bisschen sein Mentor und sollte ihn mit aufbauen und meine Erfahrung mitgeben. Und das habe ich dann gemacht. Und aber wie das so ist im Alter, dann wird das, jedes Training wird dann immer schwerer. Es wird dann, die Extraschichten werden immer härter. Und ich habe gemerkt, mein Körper macht nicht mehr so mit und es war zum Ende hin und es war dann nur gerecht, dem Profifußball auf Wiedersehen zu sagen. Fort Lauderdale Strikers 2014? Ja, das war so eine Geschichte. Ich habe ja dann in Philadelphia dann aufgehört, weil die Saison ist ja immer von März bis November und habe dann ein Angebot für den DFB zu arbeiten als Torwarttrainer für die U19, aber das Engagement würde dann erst nächstes Jahr im Juni anfangen. Also hatte ich ein bisschen Zeit und Fort Lauderdale war den Verein gibt es ja nicht mehr, eine niedrige Liga und ich kannte den Co-Trainer ganz gut, den Raul Voss, und der war der Co-Trainer und der Torwart von Fort Lauderdale hat sich den Fuß gebrochen, also haben sie vorübergehend Torwart gebraucht und hat mich gefragt, ob ich nicht aushelfen kann. Und ich hatte Zeit und war eine lustige Erfahrung. Also ich hatte echt viel Spaß da. Angesprochen hast du das Karriereende dann im Jahr 2015. Zu deiner Trainerkarriere kommen wir auch gleich, aber du bist dann nochmal zurück.
wo das sportliche Leiter von JFC Frankfurt. Ich denke, das war auch wieder durch Charlie Köbel dann, oder? Ja, ich habe ja für die Eintracht Fußballschule gearbeitet, war für die Eintracht tätig als ich hatte internationale Projekte für die Eintracht gemacht, also so Fußballschulen in Südafrika und aber alles in Verbindung mit Charlie Köbel. Und Charlie Köbel hat ja einen anderen Verein noch an der Seite gehabt, den JFC, und da habe ich auch mit ausgeholfen. Ich kann mich hier sehr gut dran erinnern, weil also auch bei unseren Turnieren, die wir machen, haben wir also auch damals JFC Frankfurt, das waren dann zum Schluss 4 Mannschaften, A, B, C und die Jugend, und die haben dann bei unseren Turnieren im Bundesliga-Bereich also auch mitgespielt. Mhm. Du hast vorhin angesprochen, du warst also auch 2014, 2015 U19-Trainer in Deutschland für die Nationalmannschaft. Ja, war Torwarttrainer. Ja. Torwarttrainer für Mazedonien, warst du ja auch Torwarttrainer? Da war ich beides. Ich Torwarttrainer und Assistenztrainer. Da habe ich so eine Doppelfunktion gehabt. Du bist dann ab Januar 2016 wieder zu Philadelphia als Co-Trainer zurückgekehrt. Ja, da auch eine Doppelfunktion als Torwarttrainer und Assistenztrainer, weil ich habe ja da gespielt 6 Monate und der Kontakt ist nie abgerissen. Ich habe ja mit Chris Albright zusammengespielt 2013, der dann den technischen Direktor dann den Posten übernommen hat. Wir waren immer in Kontakt. Der Jim Curtin war damals Assistenztrainer meiner, als ich noch gespielt habe, wurde dann Cheftrainer. Er kam auch nach Deutschland, hat mich besucht. Der Kontakt ist nie abgebrochen. Und als Jim dann den Cheftrainerposten übernommen hat, hat er mich angerufen, hat ein neues Trainerteam aufgebaut und hat gesagt, hast du Lust, nicht rüber zu kommen in seinem Trainerteam. Er versucht da was aufzubauen. Und da ich immer mehr als mich als Trainer gesehen habe und also wollte immer mehr machen als nur, ich sage jetzt nur in Anführungszeichen, Torwarttrainer. Und er hat mir die Möglichkeit gegeben, das mich auszuleben, zu lernen. Und deshalb habe ich das Angebot dann auch angenommen. Der nächste Trainerwechsel kam dann zu LA Galaxy von 2017 bis 2018. Und da warst du im Trainerteam vom Sigi Schmid. Mhm. Und jetzt muss ich dich fragen, da hast du einen kennengelernt, oder? Das war ein Knaller, oder? Das war ein richtiger Knaller, ja. Der ist wirklich, ist ein guter Ibrahim, Zlatan Ibrahimovic. Genau. Ja, ist echt ein guter Typ. Also wenn du mit ihm privat redest, face-to-face, Familienmensch, respektvoll, alles, aber auf dem Platz ein anderer Mensch. Auf dem Platz ein anderer Mensch. Er kam ja von Manu direkt nach Kalifornien, ne? Absolut, ja. Und auf dem Platz ist er ein Tier, oder? Es ist ein begnadeter Fußballer. Er ist einfach, das, was er hat, das kannst du nicht lernen. Das ist angeboren, selbst angelernt, ich weiß es nicht, aber es ist in seinem Alter noch so eine Qualität zu haben, es ist schon, also muss man Respekt zollen, es ist stark. Wie ist er von den Zuschauern akzeptiert worden? Gut. Wie gut es bekommt. Ja, der Zuschauer haben ihn geliebt, also ganz die MLS hat ihn, die MLS vielleicht nicht, die Liga nicht so, aber die Fans, und er war eine große Bereicherung für die Liga auf jeden Fall. Der nächste Trainerwechsel kam dann auch zu Philadelphia nochmal? Ja, warum bin ich nach LA gegangen? LA ist ja, die Galaxy ist ja eigentlich so der größte Verein, mit der meisten Meisterschaft und viel Erfolge gefeiert, und habe lange überlegt, wenn ich einen Titel gewinne, vielleicht soll ich nach LA gehen, aber und der Sigi Schmid hat ja deutsche Vorfahren, den habe ich dann, aber hat lange in den USA gelebt oder auch trainiert und ist leider verstorben. Hat mich angerufen, hat auch ein neues Trainerteam aufgebaut wieder und hat mich gereizt, halt mal eine Top-Mannschaft in der Liga zu trainieren, und war eine gute Erfahrung. Aber als dann Jim Curtin, der Cheftrainer von Philadelphia, wieder angerufen hat und wollte mich zurückhaben, war das einfach für mich zu entscheiden.
Okay. Jetzt kommen wir zu der nächsten und gleichzeitig derzeitigen Station nochmal, die Sie seit 21, du hast gesagt, seit März. Mhm. Gibt es eine Vereinbarung, wie lange oder wie sieht es aus? Ja, klar. Ich hab für 3 Jahre unterschrieben, weil es ein langfristiges Projekt ist, weil die letzten Jahre war nicht so erfolgreich. Und die wollen einen Umbruch starten, haben einen neuen Trainer engagiert und wollen was Neues probieren und wollen uns auch Zeit geben, das zu ändern. Und habe langfristig für 3 Jahre unterschrieben. Okay. Wenn man zu Auswärtsspielen fliegt, was ist die nächste und die weiteste Strecke? So. Klar gibt es, Columbus war jetzt nicht mal eine Stunde Flug. Okay. Das ist nah, aber wenn du an die Westküste nach L.A. oder ja, Seattle, Vancouver, sind 5, 6 Stunden Flüge. Das ist schon was anderes. Also das Reisen hier, es ist sehr anstrengend. Also für die Spieler, das muss man wirklich mit einkalkulieren im Trainingsbetrieb und Trainings, wie sagt man, Loading, also wie viel man trainiert, wie viele Tage freigibt. Das ist ein großes Ding hier. Das Reisen. Und dann hast du verschiedene Zeitzonen, verschiedene Wetter, Klima. Salt Lake ist, wie sagt man, Höhenluft. Mhm. Das ist für die Spieler auch nicht einfach, da hinzukommen. Da musst du auch 2 Tage vorher hingehen, dass die sich ein bisschen dran gewöhnen. Das ist, die Liga ist auch herausfordernd. Zu der Platzeigenschaft gibt es auch Kunstrasen, Naturrasen? Ja, das gibt es auch. Und, aber der Kunstrasen verliert hier an Wertigkeit. Es sind noch ein paar, die haben Kunstrasen, aber nicht mehr viele, weil die bauen alle neue Stadien, nur reine Fußballstadien. Die neuen Vereine wie Austin oder auch Nashville, die dazugekommen sind, die bauen neue Fußballstadien mit Rasen. Und es gibt halt verschiedene Rasen halt. Wenn du nach, gibt's denn, ich weiß gar nicht, wie man den nennt, dann ja, wenn du in Florida oder auch in Kalifornien, der Rasen ist viel dichter wie der normale Rasen. Also wie gesagt, das ist hier sind da viele Sachen anders, wie man es gewohnt ist in Europa. Lang, lang ist her, fällt mir gerade ein, die Trainingsbedingungen am alten Riederwald, ne? Ja. Steppi seinerzeit mal über den Hartplatz ein Zelt aufgestellt hatte. Ja, Freundschaftsspiel gemacht. Jeden Tag, manchmal 2 Freundschaftsspiele am Tag. Ja. Am Anfang war es ja noch ein Rasen, aber das wurde dann mehr wie so eine Sandkiste am Ende. Muss man alles gespielt haben, ne? Absolut, also, die Erfahrung muss man mal gemacht haben. War interessant. Okay, ich nenne jetzt 5 Namen und du bitte 2 kurze Sätze dazu, ja? Ja, ich werde mein Bestes versuchen. Charlie Körbel. Mentor, tolle Person, werde immer dankbar sein, für was er für mich gemacht hat und kann man gar nicht in Worte fassen, es ist ein Riesenmensch. Okay, Heribert Bruchhagen. Sehr korrekt, guter Mensch, wollte immer das Beste für die Eintracht und würde ihn mal gern wieder sehen. Mit ihm reden. Okay, Freddy Bobic. Was sehr erfolgreich. Nein, konnte ihn ja jetzt auch besser kennenlernen über die Zeit. Ich kannte ihn ja vorher schon ein bisschen, aber seit er bei der Eintracht ist, haben wir einen engeren Kontakt gehabt und haben auch oft telefoniert oder auch gesehen. Guter Typ. Sehr, sehr ehrlich, erfolgreich, super Fußballkenner. Schade, dass er geht. Anthony Yeboah. Ja, einer der besten Stürmer, den ich je gesehen habe. Okay. Jetzt sind wir bei der Stürmer. Eine habe ich noch. Alex Meyer. Alex, wir telefonieren eigentlich jetzt eigentlich wöchentlich.
Guter Freund. Witzig. Das werden gar viele, viele denken gerne, dass er ist super witzig. Guter Mensch. Bin froh, dass er immer noch bei der Eintracht ist und hoffentlich auch lange bleibt. Und wie gesagt, freue mich, ihn auch mal wieder zu sehen. Das ist schon lange her. Ich habe jetzt 5 gesagt. Habe ich irgendeinen vergessen, den du jetzt nochmal gerne nennen möchtest? Oh, das ist immer... Zu viele. So viele. Das ist jetzt Uwe Bindewald, Christoph Spiecher. Das sind zu denen Leute, ich immer noch einen engen Kontakt... Wenn ich eng sage, es hört sich enger an, wie es ist, aber wir telefonieren immer. Das sind so... Wir sind immer noch Freunde und das ist was Gutes. Uka, 3-Jahres-Vertrag, aber gut. Ich hoffe und ich glaube auch die ganzen Eintracht-Fans und die vielen Fans, wo du hast, immer noch hast, die wären sicher dir dankbar, wenn du irgendwann mal wieder zurückkommen würdest. Wir bedanken uns, Chris, Freud und ich, für das tolle Gespräch. Wir wünschen dir und deine Familie und für deine berufliche Zukunft alles Gute. Bleib gesund und hoffentlich bis bald mal wieder auf dem Fußballplatz in Hessen, wenn möglich in Frankfurt. Dein Schlusswort jetzt mit deinen Grüßen an all deine Fans, immer noch vielen Fans der Eintracht in der Heimat und darüber hinaus. Vielen Dank, Oka Nikolov. Dein Schlusswort. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich hier dabei sein dürfte. Mein Grußwort an den Fans ist, ich werde immer dankbar sein, was ein Teil von Eintracht Frankfurt, dass ich ein Teil war und dass ich immer noch ein Teil bin bei der Eintracht. Und mein Schlusswort an die Fans ist eigentlich, gibt nochmal richtig Gas, die letzten zwei Spiele, drückt die Daumen und hoffentlich, dass wir nächstes Jahr die Champions League sehen in Frankfurt. Dieser Podcast wird unterstützt von Möbelkämpf in Aschaffenburg. Das Möbelhaus der großen Markenmöbel. Möbelkämpf, ihr größtes Möbelhaus am Bayerischen Untermain.